sind wir kranke rot-weiß. Aber du kannst die U-Boote nicht in verschiedenen Farben machen, oder was? Doch. Okay. Okay, sind da. So. Dankeschön, Herr Kapitän. Ich will, dass ich wieder Spiel auf der Stecke kriegen an euch. Leute. Ich komme nicht weg. Mal wieder. Schade, man kann nicht in die Torpedoschächte reinfallen. Okay. Und tschüss. Leute. Das sah witzig aus, wie die sich da an dem Heli wie sie an dem Heli festgeklammert hat, während der runtergerutscht ist. Ich kann gar nicht mehr drücken, hey. Das sieht so aus, als hättest du gerade so einen Schlaganfall oder so einen epileptischen Anfall. Doch. Kann mich jemand umbringen, bitte? Warte. Oh, das mach ich doch gerne. Ich will hier raus. Das geht nicht. Ich hab die Waffe. Warte, doch, warte, es geht, warte. Geh mal weg, Kev. Ach, du willst das wieder. Ich hab den selbst Schaden, okay? Jetzt, bruch, das U-Boot geht auch mit hoch. Ich bin unter Wasser. Ich bin im U-Boot drin. Bei mir liegst du immer noch direkt vor mir auf dem U-Boot. Ja, du hast, jetzt rutschst du so langsam runter. Komm schnell, wir entsorgen die Leiche noch im Wasser. Oh Mann, ey, ich lebe immer noch so eure Info, ey. Und tschüss. Jetzt hängt die. Bei uns lebst du nicht. Das ist ja das Problem. Oh Gott, sie hat kein Höschen an, ich hab's gerade gesehen. Kannst du wieder steuern? Nein, aber Yvonne muss ja die Mission starten, solange wie sie rumbackt, geht das nicht. Ich kann nichts machen. Ja, da muss er mal einen Server drücken. Bring dich um. Da musst du ja sich selbst umbringen drücken. Kann ich auch nicht. Ich kann nicht mal den Touchpad drücken. Ja, da musst du das Spiel neu starten. Spiel schließlich, Spiel neu starten. Aber dann gehen wir jetzt auch ins Wasser, wenn ihr U-Boot weggespawnt ist. Geht mal ins U-Boot rein. Die anderen, die noch draufstehen. Ja, wir sind dabei. Ja. Ich kann fliegen! Ist besser? Jetzt schwebe ich hier einfach in der Luft. Das sieht so bescheuert aus, Leute. Er muss immer gut neu starten, Alter. Ja. Oh Gott, das sieht so bescheuert aus. Ja, dann ist das so. Oh Gott, das sieht so bescheuert aus. Das sah so bescheuert gerade aus, oder? Lächeln. Das meinte ich, das hatte ich vorhin aber auch. Das rennt nicht auf eine Flecke, aber das sah ja noch bescheuerter aus. Ah, schade. Aber das sah witzig aus. Ja, Schwimmt sich ja noch lang, ey. Ich muss echt mal den Anfang der Folge angucken. Mann, ey. Mich würde nicht wundern, wenn du die Folge WTF nennst. Das kann passieren. Ich weiß noch nicht, die Folge nenne. Also wie gesagt, das, was wir Freitag aufgenommen haben, lädt gerade komplett alles hoch. Das habe ich schon fertig geschnitten. Eventuell kriege ich den Scheiß auch noch heute hoch. So, Mechaniker. Ich will mein Auto mal. Ich will mal mein neues Auto holen. Komm schon mal. Da ist er. Die Hupe ist geil, ne? Mhm. Das ist einer von den beiden Neuen, die wir ja durch die Mission gekriegt haben. Durch welche Mission? Kann ich bin der Geisterfahrer gewesen. Die eine Mission da jetzt gerade mit den, wo wir die Dinge abliefern mussten. Der Casino-Raub. Ach so. Da ist ja, es gab ja den alten Honda Civic und das ist ja quasi der neue.
Kev? Ja? Kannst du mal mich zu dem Dings fahren? Zu dem Punkt? Ja. Ja, kann ich machen. Habt ihr noch voll aufgemotzt, den Wagen? Den anderen hole ich mir noch. Auf jeden Fall. Ja, jetzt warte, noch. Reicht hier irgendwo? Oh. Ja, irgendwo hier unten steht mein... Ich verstehe nicht, warum die manchmal in den seltsamsten Orten spawnen, die Dinger. Was hast du denn da runtergeschickt? Na, mein Go-Kart. Das steht da unten am Strand. Warum steht das unten am Strand? Was soll das? Das ist ein Strandbuggy jetzt. Ach Gott, ey. Aua, au, 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 komm. So, unten eine, komm. Mit viel Schurfwunden und allem. Lass mich hier mal raus. Ich will mal eben was bei meinem U-Boot gucken. Was angefordert worden ist. Ich stell mir vor allem vor, wie so ein Mechaniker das Ding hier zum Strand fährt und sich sagt, ja, das ist die richtige Stelle um für meinen Chef. Ja, früher hast du den Mechaniker sogar sehen können. Ich weiß. Kurz aber schießen. Der hat dann ständig gebackt. Ah, Yvonne hat mich schon eingeladen. Ja, ist schon da, genau, sehr gut. Warum ich in mein U-Boot wollte. Ich wollte mit meinem U-Boot eins versenken. Ja, das mit dabei. Ich hoffe immer für die Mission nicht mehr habe. Ich glaube, das hätte so Kev und die anderen am Arsch gehabt. Was? Wenn er mein U-Boot versenkt, dann haben wir die Mission ja nicht mehr da. U-Boot-Krieg. Ich glaube, dann hättet ihr hinterher gewesen, die ich halt. Das wäre eigentlich auch meine Option, so ein kleines U-Boot-Krieg untereinander. Ja, schenkst du mir ein U-Boot? Richtig. Hast du mal in-game so 10 Millionen? Dann können wir das gerne machen. Ich meine, wir haben das schon gemacht. Einer mit 4 Leuten zusammen. Einer bei Yvonne auf dem U-Boot. Einer bei mir im Zero. Da, Yvonne! Gegenseitig abgeschossen. Ah, Yvonne, Mensch. Ich weiß, wer das hier ist, Thomas. Die Eifersucht oder was? Thomas denkt sich immer so, was zum Teufel, du Nieder? Das willst du nicht wissen. Ich müsste die Einladung mit annehmen, ne? Zum Team. Bin schon dabei. Ich auch. Ach, wer läuft meiner Frau hinterher hier? So, auf. Ich hatte noch Markus als Mitarbeiter. Es kommt Astro, aha. Da fehlt aber noch jemand. Ich bin doch schon da. Jetzt kommt Astro. Hier kommt Astro. Na, wie mit den Love-Tester, ne, Thomas? Letztens. Ach, du bist auch schon drin, aber du musst mich nicht angezeigt, okay. Yvonne? Ja. Oh. Ja. Dann tu mich aber auch, ey. Hör mich auf. Warte, wir machen eine Einweihungsparty mit der Chefin. Alle mal jetzt gleich mitmachen. Sag mir nicht, dass ich das in die Akte abgegeben habe. Warte, Kev. Komm, wir machen alle im Kreis. Geh mal. Wir müssen ihn nochmal holen. Wer ist der Keks? Ja. Wir müssen nochmal kurz den Hubschrauber holen, ne? Ernsthaft? Ja, ich hab abgeschwimmen. Das war ja alles. Ja, super. So. Ja. Gut, dass der diesmal woanders steht, ne? Yep. Diesmal könnte man mit dem U-Boot zum Land tauchen, weißt du? Ja, das ist aber ziemlich langsam, muss man bedenken, ne? Das ist ja egal, wir haben noch Zeit genug, oder? Also, wir nehmen das Mini-U-Boot von ja, dir. Ja, eine gute Stunde haben wir noch. Ja, komplett schaffen wir es heute wahrscheinlich eh nicht. Dafür ist einfach viel zu viel jetzt passiert. Da kommt noch eine Menge Mini-Mission dazu, ey, ne? Ach, alles gut, wir brauchen es ja, wir brauchen es ja nicht heute machen. Wir haben ja ewig genug Folgen vorbereitet. Und jetzt werden wir dann erst im neuen Jahr wieder weitermachen, ist das auch egal. Aber wir hatten was zum Lachen, ne? Mit dem Backgrad, ne?
Das musst du dir echt mal angucken, aber fuck. Sollen wir alle hier mit dem Mini-U-Boot an Land fahren? Und dann alle ins U-Boot! Ja, alle Mann ins kleine U-Boot. Das ist ein Viersitzer. Ist das U-Boot. Unten? Ganz unten oder wo? Dann hier die Leiter runtergehen. Ja, ja, davor die Leiter runter, ne? Das ist ein Viersitzer U-Boot. Moment. Ja, das schaut der Thomas so richtig verlegen an. Der eine hat sich angepackt. Wo seid ihr? Seid ihr ausgestiegen? Nein, wir sind im U-Boot drin. Ja, wir warten. Du sagst, der Kind schon ziemlich weit weg von Thomas. Dann warte kurz, ich muss da erstmal, dann muss ich erstmal zum U-Boot kommen. Wieder ins U-Boot rein und dann unten zu dem neben U-Boot. Ja, ja, ich weiß wo. Thomas rasiert sich wieder den 3-Tage-Bart ab, ich merke schon. Nee, der hat einen Zahnarzt zu Hause. Das hört sich ja wie so ein Bohrer. Wo bin ich denn jetzt hin? Ja, das war schön, eine neue Füllung. Ja. Oder Yvonne macht alles schick in gewissen Regionen. Oder Yvonne spielt mit ihrem U-Boot. Ja, was lustig ist, Thomas und ich sollen ja angeblich Erzfeinde hier in der GTA sein, ne? So, jetzt aber hier. Rück mal rüber, Marke. Du machst es gut auf der Hand. Ja, ich weiß, hier wirst du schon rausgeschmissen okay. Wieder. Rück mal rüber, Marke. Oh Gott, kann mir das mal jemand markieren, bitte? Ich weiß nicht, was ich ach, ist ja markiert, der war ja was. Und ich sehe es, oder? So, jetzt haben wir ein 4-Mann-Fahrzeug. Ja. Oh Gott, sah das gerade bescheuert aus. Sitzt da so in der Luft außerhalb kurz, ne? Kommt ihr überhaupt in die Höhe? Das ist die Frage. Ja, da was? Da müssen wir hoch, okay. Da kommen wir am besten hoch, okay. Und dann mit dem Auto fahren, oder was? Ja. Ja, aber sinnvoll, wenn wir ein Auto kriegen, ne? Aber wir müssen ja auf die andere Seite der Map. Nee. Mir wurde das hier angezeigt, ernsthaft? Das Teil. Dann fahren wir mit dem Auto oder du forderst einen CO-Hubschrauber an. Der kostet bei mir aber was. Dann fordere ich einen an. Und ich fliege uns rüber. Ja. Ich bin frei. Wenigstens hast du jetzt wieder keine epileptischen Anfälle mehr. Das heißt, ich bin wirklich ein Epileptiker, ja? Ja, gut, okay. Ja gut, ich kenne auch ein paar Leute, bei denen das tatsächlich der Fall ist. Das war so schön. Aber Marco? Ich war besessen, ja. Einfach, Kim, ist so. Kann auch sein, hä? Das gibt unterschiedliche, ne? Ich weiß. Was? Von den, die Intensität ist immer unterschiedlich, ja. Epileptiker. Ach so, das ist kein Auto, ernsthaft? Nicht zu klauen! Okay, ich bestell den Hubschrauber. Du bist nur Hubschrauber bestellen, ich hatte sonst ein Auto bestellt, kurz vor mir. Dankeschön. Irgendeiner hat schon was bestellt. Oh ja. Warte, ich komm doch mal. Du kommst doch mal, okay. Ja. Wo ist das Auto überhaupt? Ich muss ja weg, die Jungs werden verrückt, glaubt man nicht. Ja. Mensch, Yvonne, wir haben dich doch nur so gehört.
Ein 5 Meter Abstand! Corona-Abstand! Ich hab eine Maske auf! Leute, der will fliegen! So. Und nach dem Sex erstmal eine Zigarette. Wer will fliegen? Von ich fliege. Ich fliege. Das andere auch, aber das können wir später machen. Ich flieg wie ein Flieger oder so. Halt auf, Jimmy? Ja? Die Kohle, wenn dir der Helikopter was kostet, kriegst du von mir wieder. Okay. Darf mich raten, da krieg ich wieder eine Million von dir? Ja. Du kannst auch gerne 800.000 kriegen. Wie willst du das machen? Das Geld überweisen haben sie doch rausgenommen aus dem Spiel. Bogdan. Wir machen eine Mission und dann habe ich immer eine Million. Bogdan, U-Boot. Eventuell fliegen. Spielfehler nutzen. Weißt du, was ich meine? Ah, da wollt ihr ja nicht drüber diskutieren. Oh ich Gott, das will! Was treibst du? Fürs Boot oder so. Markus, wo wolltest du denn hinfliegen? Kevin, Markus. Was? So kann ich von für jeden da fürs U-Boot auch machen. So. Da unten steht die Yacht, okay. Du kannst ja mal probieren, direkt drauf zu landen. Nö. Kann nicht. Ihr müsst mir echt mal erklären, wie ihr landet. Funktioniert. Markus, bei dir ist irgendwie Roboterstimme gerade extremst. Ja, ich hab die Softverbindung unterbrochen, das ist mein Streamschuh. Ich bin gerade unter den Floß, also unter den Steg gekrabbelt. Keine Ahnung, was schon da los ist. Leute, wollen wir hinschwimmen oder nehmen wir die Yacht? Wir können auch mit dem Dings machen, mit dem Sniper arbeiten. Können wir. Weil den ersten habe ich gerade erledigt. Den zweiten erledigt. Wir müssen aber eh rüber. Also. Dritten erledigt. Vierten erledigt. Wo bist du? Ich hab Thermo drauf. Nein, die Leiter. Ach, den kannst du gar nicht töten, okay. Weg. Da ist schon einer aufs U-Boot am Rumballern. Da bin ich. So. Baby ist gestorben. Ja, weil du nicht richtig in die Deckung gehen kannst, ey, immer wieder. Oh. Aua. Aber funktioniert. Vorsicht, da stehen vor dem Eingang zu dem Laptop-Raum da zwei Typen, die sich einfach mit der Schrotflinte wegrotzen, die Blöde. Ja, die meine ich. Da kannst du dich nicht richtig blöd anlegen, ne? Egal auf welchen Seite du dich nimmst, irgendeiner von den zwei Idioten trifft dich. Wir sind schon am Grillen gerade. Ja, Grillparty.
Sorry, ich habe auch versehen von Munition mitgenommen. Das hörst du, was du denkst. Ach, Scheiße, ist ja noch einer. Ich habe hier einen entdeckt hier, der rum. Hier brennt jetzt mal einfach alles. Feuer! Ich bin auf der Brücke. Ich auch. Gut, dann warte ich hier draußen beim Heli. Ja. Dann kannst du schon mal startklar machen. Läuft, Hektatei läuft. Und dann gehe ich schon mal wieder raus. Geil, bringt sonst nichts. Okay. Sorry, dass es gebrannt hat. Hat auf einer Waffe noch Brandmunition. Kommt ihr dann mal? Ja. Da muss einer seine Minigun ausprobieren. Brauche ich nicht ausprobieren, ich mache nur gerade den Heli. So, die sind weg. Da kommen komm. Immer wieder neue. Das ja, ja, ich sehe gerade. Okay, ja, schade. Deswegen einfach einsteigen und fertig, ja. Aus Ende. Ja, ja. Das muss liegen. Hoffnung. Schade, beim letzten Mal war halt das total einfach. Du warst ja direkt in den Flughafen und brauchst nur noch landen. Hm. Was ist das für eine Musik hier, ey? Ja, unser Pilot hat den Radiosender ausgewählt. Ey, der war eigentlich ganz gut mit der Verfolgungsjagd hier gerade, ja. Passt doch gerade einfach. Kev? Ja? Meinst du, woher die in der letzten Zeit das U-Boot hatte, die Nachtarbeit? Ich meinte Nachtarbeit. Hä? Die Ewi, der U-Boot herbekommen hat. Hä? Durch ab 2. Ich verstehe nicht gerade, was du von mir willst. Ich hab gesagt, wir haben das U-Boot und so alles durch ab 2 geholt. Durch was so ein Ding geholt? Abzweigung oder was? Ab 2, Bogdan. Aha. Über Bogdan. Ich weiß noch nicht, wer das ist, aber egal. Das ist eine Mission. Die habt ihr zu zweit gemacht, oder was, die Mission? Ja. Okay. Da kriegst du immer 1 Million, wenn ich dann rausgehe als Horst. Du bist ein Spielfehler. Ja, und dazu hat man letztens was gesagt, und deswegen bringen wir dann bitte nicht weiter drüber. Dankeschön, ja. Und aus. Jetzt. Richtig. Ich unterstütze sowas nicht, punktum. Haben wir noch irgendwo die... Ne, Helis haben wir nicht mehr mit uns, okay. Die sind abgehangen. Diese ganzen Exploit-Scheiße hat mir schon mal fast meinen ganzen Xbox-Account damals ruiniert. Also. Mein hat mein. Sowas am A.Punkt vorbeigehen. Bei mir hat es meinen PS3-Account zerlegt. Bei mir, weil ich. Okay. Ich habe das da von einem Hacker, der damals online war, sehr viel Geld bekommen und das hat Rockstar mitbekommen und hat das als Cheaten gewertet und hat mir damals meinen PS3-Account genommen. Ich weiß, auf der 3... Das mit Level 100 und paar Zacke 120, 150 oder so, das ist dann total ätzend gewesen. Ich weiß, was du meinst, damit den Geldsäcken vom Himmel runterwegen. Ja, ja, so war es. Ich habe 10 Millionen, habe ich damals gekriegt. Und deswegen bin ich da genau bei der Meinung, wie Markus auch teilt. Na gut, egal, machen wir mal weiter mit der Mission. Bisschen nochmal auf den anderen Weg bringen. Auch nicht nah genug dran? Nein. In den Punkt rein. Schön in den Punkt rein. Jetzt. Gerade eben war ich auch nicht im Punkt drin. Doch, der war schon mit dem Heck drin. Hat sich irgendwie so eingedreht. Ja. Und jetzt ab. Und so gut jetzt.